und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander und einen schönen Freitagmorgen wünsche ich euch. Wir haben ja heute den dritten Tag der Spoiler-Season zu Bloomburrow und da habe ich eine ganz besondere Eule rausgesucht und zwar ist es Maha It's Fetch's Knight. Eine ziemlich abgefahrene Kreatur, aber wir schauen uns einmal genauer an, was sie kann. Maha kostet insgesamt 5 Mana, 3 generische und 2 schwarze, ist damit also ein mono-schwarzer Commander und das ist meine Lieblingsfarbidentität in Magic the Gathering. Nach Rakdos und Mardu und ich weiß nicht, aber immer ist schwarz dabei und das gefällt mir ziemlich gut. Sie ist dann ein 6-5er Elemental Bird, also leider immer noch nicht den Kreaturentyp Eule. Sie hat allerdings auch noch Flugfähigkeit und Trampelschaden, was ich ziemlich krass finde, und eine Ward-Fähigkeit, die besagt Discard a Card. Kreaturen, die unsere Gegner kontrollieren, haben Basiswiderstandskraft von 1 und das ist einfach richtig übertrieben. Also nicht nur, dass wir für 5 Mana eine solide Kreatur haben, die gegnerischen Kreaturen werden richtig schwach. Dadurch, dass sie eine Widerstandskraft von 1 haben, ist es natürlich ziemlich einfach für unsere Eule mit Trampelschaden richtig viel Schaden zu unseren Gegnern zuzufügen. Unser Ziel ist es also, auf jeden Fall die gegnerischen Kreaturen so schwach wie möglich zu halten und möglicherweise auf dem schwachen Level dann zu zerstören und mit unserem Commander hoffentlich genügend Kampfschaden zuzufügen, dass wir auch mal mit Commander-Schaden gewinnen können. Dadurch, dass sie auch noch Ward Discard a Card hat, bedeutet das, dass im Late Game, wo wir eh richtig wenig Handkarten möglicherweise auf der Hand haben, ja, die Optionen für unsere Gegner auch ausgehen, denn sie brauchen ja schließlich einmal Optionen, um gegen unseren Commander hier vorzugehen. Allerdings brauchen sie auch genügend Stuff auf dem Battlefield, um gegen unsere Kreaturen anzukommen. Also alles in allem wieder eine richtig üble Kombination. Eine ziemlich gute Kombination mit Maha sind allerdings die Katanas, wie es von Ultimate Guard. Ultimate Guard ist natürlich der Sponsor unseres Kanals, allerdings kann ich euch die Katana Sleeves auf jeden Fall empfehlen, da wir sie bei jeder Aufzeichnung von Underworld Championship verwenden und ich die Hüllen ziemlich gut finde. Alle, die unseren Kanal unterstützen möchten und eventuell einfach nur neue Hüllen brauchen für irgendein Bloomburrow Deck, für den habe ich einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr über diesen Link bestellt, dann unterstützt ihr unseren Kanal, denn wir erhalten eine kleine Provision. Maha ist schon ein ziemlich übertriebener Commander, der eigentlich sofort zerstört werden müsste von unseren Gegnern. Das sehen wir an der legendären Verzauberung Knight of Souls Betrayal. Eine Verzauberung, die 4 Mana kostet und besagt, alle Kreaturen kriegen -1/-1. So eine Verzauberung ist natürlich Pflicht in unserem Deck und von ähnlichen Karten gibt es natürlich viele auf Scryfall, die ihr mal suchen könnt, die auf jeden Fall in dieses Deck rein müssen. Das Gute ist natürlich in Kombination mit unserem Commander, dass die Widerstandskraft der Kreaturen unserer Gegner auf 1 gesetzt wird und mit dieser Verzauberung stirbt dann per se erstmal jede Kreatur auf der Seite unserer Gegner. Und solange unser Commander liegt und diese Verzauberung, bringt es unseren Gegnern auch nichts, Kreaturen auszuspielen, da sie sofort sterben würden. Natürlich haben sie nochmal einen Enter the Battlefield Effekt oder einen Sterbeeffekt, der triggern würde, allerdings ist das Spielfeld erstmal komplett frei für uns. Ähnlich sieht es da natürlich bei der Verzauberung Pestilenz aus. Auch diese kostet 4 Mana und besagt zum Ende des Zuges, wenn es keine Kreaturen auf dem Spielfeld gibt, dann müssen wir Pestilenz opfern. Wir können allerdings auch ein schwarzes Mana bezahlen und dann fügt die Pestilenz einen Schadenspunkt zu jeder Kreatur und jedem Spieler zu. Natürlich aktivieren wir diese Fähigkeit vor allem dann, wenn auch unser Commander auf dem Spielfeld liegt, damit wir alle gegnerischen Kreaturen zerstören. Denn die Fähigkeit besagt ja, dass alle gegnerischen Kreaturen eine Widerstandskraft von 1 haben. Das heißt, solche Karten hier bringen auf jeden Fall unsere Gegner so ein bisschen auf die Palme. Ich glaube, da bringt auch Ward Discard a Card nicht so viel auf unserem Commander, denn wenn eh jede Kreatur sterben würde, die ausgespielt werden würde, dann kann man diese Kreaturenkarten auch von der Hand abwerfen, um unseren Commander eventuell mal mit irgendeinem Zauberspruch anzuzielen. Auch Kreaturen wie Yawgmoth, Trant, Physician müssen natürlich in dieses Deck rein. Hierbei haben wir eine Fähigkeit, die besagt, dass wir einen Lebenspunkt bezahlen können und eine andere Kreatur opfern müssen, um eine -1/-1 Marker auf eine Kreatur unserer Wahl zu legen und wir ziehen noch eine Karte. In Kombination mit unserem Commander bedeutet das natürlich, dass wir die gegnerische Kreatur sofort zerstören, da sie eine Widerstandskraft von 1 hat und selbst wenn sie Unzerstörbarkeit hat, würde sie mit der -1/-1 Marke in den Friedhof befördert werden, also eine ziemlich gute Kombination. Das zeigt allerdings auch, dass dieser Commander von diesem Deck auf jeden Fall immer zerstört werden muss von unseren Gegnern. Und das sollten wir uns immer im Hinterkopf behalten, wenn wir eine Maha-Deck bauen sollten. Unsere Gegner werden nämlich nicht sonderlich viel Spaß daran haben, gegen so ein Deck zu spielen. Wenn wir natürlich eine Meta haben und eine Playgroup, die damit offen ist, ja klar, dann können wir das Ganze mal machen und dann können wir solche Karten natürlich auch problemlos reinpacken. Der Carnifex Demon ist einer meiner Lieblingskreaturen, weil ich einfach den ganzen Flavor dieser Karte mag. Der Carnifex Demon betritt das Spielfeld mit 2 -1/-1 Marken, ist dann also erstmal eine 4-4er Kreatur mit Flugfähigkeit. Wir können allerdings ein schwarzes Mana bezahlen und eine -1/-1 Marke von diesem Dämon entfernen und dann legen wir eine -1/-1
-1 Marker auf jede andere Kreatur. Damit sind natürlich auch unsere Kreaturen gemeint, das bedeutet auch unsere Kreaturen werden schwächer. Allerdings ist der Carnifex Demon in Kombination mit Maha für ein schwarzes Mana ein Mass Removal auf der Seite unserer Gegner und das ist enorm günstig. Die zweite -1/-1 Marke können wir uns ja einfach aufbewahren für den Fall, dass irgendwann mal unsere Gegner wieder dumme Kreaturen ausspielen und ja, dann zerstören wir sie einfach ein weiteres Mal. Auch Nefashu würde ich in dieses Deck reinpacken, eine Karte von meinem Lieblingsillustrator RK Post. Und das Schöne hierbei ist, dass wir auch für 6 Mana wieder eine Kreatur haben, die besagt, immer wenn sie angreift, dann können bis zu 5 Kreaturen unserer Wahl -1/-1 erhalten bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wenn Nefashu angreift, können wir in Kombination mit unserem Commander erstmal 5 Kreaturen unserer Gegner zerstören. Es müssen auch nicht mal die Kreaturen sein von dem Spieler, den wir angreifen. Einfach richtig gut. Umso mehr Karten wir reinpacken, die unsere gegnerischen Kreaturen schwächen, umso weniger relevant wird später auch unser Commander werden. Also ich meine, Nefashu und Carnifex Demon in gemeinsamer Konstellation sind auch schon richtig übertrieben. Und so muss es auch das Ziel sein unseres Decks, dass wir möglichst viele andere Gefahren aufbauen, dass der Commander nicht unbedingt sofort zerstört wird, sobald er das Spielfeld betritt. So ein Standing erreichen wir auch, wenn wir Kreaturen mit Wither reinpacken oder Poison. Ich denke die hier gerade eher an das Massacre Girl, Noun Killer aus dem Set Murders at Keller of Manor. Den Kreaturen, die wir kontrollieren, haben erstmal Wither. Das bedeutet, der Schaden, den sie zufügen zu anderen Kreaturen, wird in Form von -1/-1 Marken zugefügt. Und immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt und wenn ihre Widerstandskraft kleiner war als 1, dann ziehen wir auch noch eine Karte. Also wir profitieren richtig dann davon. Zusätzlich würde ich noch Nest of Scarabs spielen, eine Verzauberung, die besagt, immer wenn wir eine -1/-1 Marke auf eine Kreatur legen, dann erzeugen wir erstmal einen 1/1er schwarzen Insektenkreaturen Spielstein. Und die beiden Karten in Konstellation sind natürlich ziemlich gut, denn selbst wenn wir den 1/1er schwarzen Insektenspielstein nutzen als Blocker, fügt er erstmal Schaden in Form von einer -1/-1 Marke zu, würde mit Maha zusammen natürlich die gegnerische Kreatur sofort zerstören und wir kriegen direkt einen neuen schwarzen Insektenspielstein, da wir eine -1/-1 Marke verteilt haben und ziehen noch eine Karte. Also richtig viel Value, wie wir hier aus unserem Deck rausziehen können. Auch die Verzauberung The Meat Hook Massacre darf natürlich in diesem Deck nicht fehlen. Ja, hier eine Verzauberung, die brauche ich glaube ich gar nicht so genau erklären. Wir können 2 Schwarze und X bezahlen und dann erhalten erstmal alle Kreaturen auf dem Spielfeld -X/-X bis zum Ende des Zuges. Es reicht also in Kombination mit unserem Commander aus, hier für X nur 1 zu bezahlen, um jede gegnerische Kreatur zu zerstören. Immer wenn eine Kreatur stirbt, die wir kontrollieren, dann verliert auch noch jeder Gegner einen Lebenspunkt. Und immer wenn eine Kreatur eines Gegners stirbt, erhalten wir einen Lebenspunkt. Also auch hier erhalten wir wieder schön Value daraus, wenn gegnerische Kreaturen sterben. Was in diesem monoschwarzen Deck hoffentlich an der Tagesordnung steht. Ebenso ist die Kreatur Necroskitter in diesem Deck unausweichlich und darf auf keinen Fall fehlen. Eine 1/4er Kreatur mit Wither und immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, mit einer -1/-1 Marke stirbt, dann kriegen wir sie unter unsere Kontrolle zurück aufs Spielfeld und das ist einfach richtig asozial. Also allein in Konstellationen mit Massacre Girl oder Jagdmaus oder anderen Kreaturen wie dem Carnifex Demon, ja, kriegen wir diese Kreaturen unter unsere Kontrolle ins Spielfeld zurück und das Schöne ist, dann sind sie nicht mehr Kreaturen mit Widerstandskraft von 1, denn das zählt nur für gegnerische Kreaturen. Wenn wir sie allerdings klauen und sie nach dem Tod auf unsere Seite wiederkommen, ja, dann sind es ganz normale Kreaturen und dann können wir unsere Gegner auch noch mit ihren normalen Kreaturen, mit ihrer normalen Stärke und Widerstandskraft einfach verhauen. Einfach richtig gemein. Die letzte Karte, die ich vorstellen möchte, ist der Dinosaurier Spitting Dilophosaurus, einer meiner Lieblingsdinosauriern aus diesem ganzen Jurassic Park Thema. Und wenn er das Spielfeld betritt oder angreift, dann legen wir eine -1/-1 Marke auf eine Kreatur unserer Wahl. Kreaturen, die unsere Gegner kontrollieren mit -1/-1 Marken, können nicht blocken. Ja, das ist gleich doppelt blöd, denn diese Kreatur können wir ziemlich gut nutzen, wenn unser Commander auf dem Spielfeld liegt, aber auch wenn er gerade mal zerstört worden wäre. Weil die -1/-1 Marken, die wir auf unsere gegnerischen Kreaturen liegen, sollen natürlich darauf abzielen, dass wir sie gleich zerstören, wenn unser Commander auch auf dem Spielfeld liegt. Sollten unsere Gegner es allerdings ziemlich gut schaffen, um unseren Commander herumzuspielen, ja, dann können wir die -1/-1 Marken, die wir mit dem ganzen Deck schon aufgebaut haben, auch dazu nutzen, dass die gegnerischen Kreaturen während der Kampfphase auch sozusagen nicht genutzt werden können. Denn wenn sie nicht blocken können, können wir auch so einfach ungeblockt durchkommen und unseren Kampfschaden verteilen, so wie wir es wollen. So, das war meine kleine Deckvorstellung zu Maha, It's Feathers Knight. Eine ziemlich übertriebene Eule, wenn ihr mich fragt, und endlich mal wieder ein Commander in Mono-Schwarz, der richtig für Unruhe sorgt.
Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu Maha denkt und ob ihr es gut findet, wenn Kreaturen oder legendäre Kreaturen so konzipiert sind, dass sie eigentlich sofort zerstört werden müssen, weil sie so einen großen Einfluss aufs Spiel nehmen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich an dieser Stelle zu verabschieden. Die Spoiler-Season geht natürlich weiter. Die nächste Deck-Tech oder nächste Deck-Vorstellung erhaltet ihr am Montag und ich gucke jetzt einfach mal, welche anderen coolen legendären Kreaturen so noch in der Spoiler-Season geleakt wurden. Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare und ich verabschiede mich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal hier bei Elder Demon Highlander.